Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir haben hier einige Gegner wieder neu bekommen, wollten aber eigentlich in Richtung neuen Turm von Xardas, also den, beziehungsweise den alten Turm von Xardas hin. Und jetzt sollen wir gucken. Ja, der Snapper ist hier auch wieder da. Das heißt, wir können hier eben wieder alles einsammeln. Aber ich glaube, wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie irgendwas noch großartig gut zu verkaufen. Also die Möglichkeit, irgendwas noch zu verkaufen hier, wird uns verwehrt bleiben. Also gewinnbringend zu verkaufen. Weil wir mittlerweile zu viele Items haben und die Leute hier einfach zu wenig Erz. Zumindest die Händler haben einfach zu wenig Erz. So, dann haben wir hier noch was. Stimmt, das hatten wir auch mal besucht. Und wir wussten bisher noch nicht, wie relevant das hier sein sollte. Hier mit den ganzen Truhen und so. Aber die haben wir ja schon gelootet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir hier... Also ich gehe mal stark von aus, dass wir nochmal hier hin müssen. Definitiv. Andernfalls macht es gar keinen Sinn, dass das Ding hier ist. Irgendeine Quest wird uns noch hier hinbringen. Also, wir wollten aber auch schauen nach einer... Wir haben ja weiter oben Uriziel schon irgendwo. Hier. Behalten wir das mal bei. Xardas sagt, das Schwert heißt Uriziel und soll uralt sein. Vor langer Zeit hat es große Kräfte besessen. Doch es hat seine Magie verloren. So. Was ist denn jetzt hier? Ah. Das ist aber... Okay. Sieht aber schon nice aus, das Schwert. Ich hoffe, es bringt uns nur was. So, und Geschick brauchen wir noch halt 5 bzw. 4 Punkte, damit wir die bessere Armbrust nutzen können. Mach mal so. Die greifen mittlerweile alles nur noch mit dem Bogen an. Wie sieht's denn eigentlich mit dem alten Lager aus? Können wir da wieder rein? Wenn die uns angreifen, hätte ich schon Lust, dann die alle platt zu machen. Dafür, dass die uns angreifen. Die haben uns ja zum Verräter erklärt, obwohl wir die nicht verraten haben. Und uns quasi zum Wechsel der Seiten gezwungen. Und was die hier angeht, Milton, Diego, Gorn und so weiter, da kam auch noch nicht das Treffen zustande, oder? Wir haben ja allen Bescheid gegeben. Aber ein Treffen haben wir noch nicht verursacht. So. Ich höre hier irgendwo noch was. Irgendwo ist hier noch ein Gegner. Wo? Hier kommen wir nicht weiter. Ja gut, dann gehen wir mal in Richtung Osten.
So, Skillpunkte, also für die nächsten 10 brauchen wir noch ein bisschen. Noch 2000. Beziehungsweise 1900. Und ich will da jetzt irgendwie rein. Warum kann man da nicht mehr rein? Und noch wichtiger, wann ist er wieder offen? Wann kann man wieder rein? Aber jetzt ist es erstmal wichtiger, dass wir uns die eine Rüstung holen, die Xadas da erwähnt hat. Ich hoffe, die ist besser als die, die wir jetzt haben. War da noch ein Gegner? Ne. So, wo könnte die jetzt eigentlich sein, um genau zu sein? Jetzt sind wir erstmal wieder durch den Wald. Keine neuen Monster. Keine neuen Viecher. Ist das jetzt der eine Turm, wo die Snapper drin waren? Oder der eine, wo die Untoten drin waren? Müssen wir irgendwie herausfinden. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Vielleicht haben wir auch schon die Möglichkeit, das eine Ding da umzuschmeißen. Und gegen den einen riesen Troll da anzukämpfen. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das eigentlich der eine Turm gewesen. Ne, das ist eigentlich eine alte Burg. Kein Turm. Da können wir von hier aus sehen. Das da sieht auf jeden Fall nach einem Turm aus. Aber der hat auch irgendwas gesagt gehabt wegen, während Xadas dann beschäftigt ist, eine magische Formel für die Übertragung der Energie auf Uriziel herzustellen, werde ich zum versunkenen Turm des Dämonenbeschwörers aufbrechen, um nach weiteren Artefakten für den Kampf gegen den Schläfer zu suchen. Das ist ein versunkener Turm. So, und da müssen wir auch noch nach oben irgendwie. Rumlaufen hören wir den Troll da oben auf jeden Fall. So. Und nochmal hier. Nein, komm, ich will hoch. Nee, das hier bitte. Kriegt er überhaupt Schaden? Der kriegt ja keinen Schaden, ne? Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Da vorne ist auch noch eine Truhe. Aber das wird nicht funktionieren, was wir hier vorhaben.
So. Machen wir auch einmal hier die Suppe, gönnen wir uns jetzt mal. Und das hier. Ja, aber gegen den Troll oben können wir nicht antreten. Das wird nicht funktionieren. So, nochmal speichern und dann gehen wir los. So, dann ist wahrscheinlich der andere da, wo die Untoten waren. Der Turm, den er meinte. Kann auch sein, dass wir da jetzt auch wieder falsch liegen, daneben liegen. Aber da will ich definitiv hin. Also das wäre definitiv... Entschuldigung. Das wäre definitiv auf jeden Fall das nächste Ziel. Ansonsten müssten wir hier im Osten, also hier noch einen Turm suchen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass nur noch das da sein kann. Es sei denn, man sieht im Wasser hier irgendwo noch eins. Gucken wir erstmal. Das ist kein Turm, das ist ein Schiffswrack. Das kann jetzt höchstens der hier sein. Ah ne, warte. Hier lieber auf Schwert. Man hört hier aber immer noch irgendwas rumlaufen. Und man sieht nichts. Genau. Sonst gibt es hier auch nichts, wo man hin kann, ne? Außer hier jetzt die Treppe runter. Aber man hört hier auch noch irgendwas rumlaufen. Genau, da sind wir jetzt wieder hier. Gehen wir erstmal hier links rum. Okay, führt beides in dieselbe Richtung. Hier ist eingeschüttet. So, dann kann es nur hier irgendwo irgendwie was sein, oder? Kann man hier irgendwie im Wasser sehen, dass hier irgendwas ist? Ein Turm oder so? Bin ich hier überhaupt richtig?
Oder soll ich noch weiter in Richtung Osten? Ja, noch weiter Richtung Osten würde auch nicht gehen. So, Fackel erstmal wieder. Genau, das da war eine Sackgasse. Dann gehen wir jetzt hier rum. Auch eine Sackgasse. Oh, die ganzen Gänge hier. Nee, ich wollte die... Egal. Nee. Gucken wir nochmal auf dem Map. Oder meinte er östlich von ihm, dass da irgendwie ein Turm ist, der versunken ist, dass wir da irgendwie hingehen müssen. Und nicht hier, wo wir jetzt rumlaufen. Sonst habe ich keinen Schimmer, wo ich hin müsste. Hier ist wieder Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Und hier ist auch wieder eine Sackgasse. Komm. So. Gut, dann gehen wir mal raus. Ich höre hier auf jeden Fall irgendwo irgendwas rumlaufen. Oder ist oben was am Rumlaufen? Auch gut möglich, dass hier oben was rumläuft. Ne, anscheinend nicht. Aber wie geil die Sonne jetzt gerade hier strahlt. So, weg mit der Dings hier, mit der Fackel. Hier unten noch was am Rumlaufen? Ich höre auf jeden Fall was rumlaufen. Und es waren da keine Skelette jetzt. Zumindest keine mehr übrig. Nee. Hier ist nichts. Bleibt uns wahrscheinlich nur die eine Richtung da zwischen dem Ork-Friedhof und so zu gucken.
Also zwischen Sumpflager und Orkenfriedhof. Da war ja irgendwie noch ein Turm, das so ein bisschen kaputt aussah. Wo ich aber keine Ahnung habe, was das genau für ein Turm war. Den hatten wir ja vor ein paar Folgen noch gesehen gehabt, als wir da durchs Orkgebiet einfach so marschiert sind. Vielleicht erinnert ihr euch dran, wie wir da nochmal hingehen wollen. Für mich sah der auf jeden Fall versunken aus. Ja, das ist noch der richtige Weg. So, dann müssen wir da oben rum an der Klippe vorbei und da schauen. Ne, Yoshi macht wieder Blödsinn. Finde ich super. Aber wenigstens macht er jetzt die Pumpe nicht mehr kaputt. Ich habe da ein bisschen bei ihm da umgestellt, alles, den ganzen Schmuck und so weiter. Also, was heißt Schmuck? Also, die Deko, die in seinem Terrarium da drin ist. Und die Pumpe hat er immer sonst immer draufgeklettert und versucht kaputt zu beißen. Jetzt macht er es nicht mehr, seitdem ich es umgestellt habe. So, wie weit noch bis zum Ding, wo wir hinwollen? Da müssen wir entlang. Gehe ich von aus, dass das jetzt richtig ist, der Weg. Ich hoffe, es ist jetzt nicht das da, was ich jetzt gedacht hatte. Ne, das ist es nicht. Das ist aber da dann irgendwo. Ja, das da. Den meinte ich. Der sieht auf jeden Fall versunken aus. Da will ich hin. So. Ich hoffe, den Sprung überleben wir. So. Das ist der Turm, den ich meinte. Ich hoffe, das ist auch der richtige. Hier geht's rein. Oh. Okay, jetzt erstmal tauchen. Erstmal die Tauchsteuerung mit zurechtfinden. Ui, das wird knapp. Hier ist jetzt nichts, was mir angreifen könnte. Aber okay, das haben wir. Ach komm, ist doch nicht deren Ernst. So. Okay. So, was haben wir hier noch zu fressen? Den Schinken machen wir auch mal alle. So, und letzter. Ah, da ist wieder so ein Untotenbeschwörer. Okay, sind sehr viele Zombies.
Kriegt man die so leicht tot? Jo. Komm. Alter. Wieso? Wie schreien die? Wir machen das mal vielleicht anders. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die... Okay, das überleben die. Wechseln wir einmal wieder auf Schwert. Komm. Alter. Komm ich hier noch irgendwie von der Seite raus? Nee. Kann ich so an den vorbeirennen? Komm! Alter. Okay. Zombies sind hier schon ein bisschen gruseliger, finde ich. Von den Geräuschen her zumindest. Jo. Alter. Jo. Okay. Ich hoffe, hier kann man nicht infiziert werden oder so. Nicht, dass ich jetzt auch noch zum Zombie werde. So. Ja, jetzt erstmal Fleisch wegmachen. So. Ah, die kann man nicht looten. Hier sind ja noch mehr Zombies. Komm, trifft den jetzt. Komm, trifft den doch, endlich. Okay. So. Fackel. Damit wir was sehen können. Da sind noch mehr. Aber ja, das sieht jetzt... Ja, okay. Ich würde aber sagen, das hier machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.